Darf man seine Ehefrau beleidigen ohne Grund? Wer beleidigt seine Frau ohne Grund? Das ist nur jemand, der keinen Adab gelernt hat. Das ist jemand, der kein Benehmen hat. Man hat sie doch nicht ohne Grund geheiratet. Ich meine, warst du in deiner Wohnung, dann wurde dir eine Frau reingeschmissen von überm Dach und man hat dir gesagt, hier heirate sie? Es gab doch Gründe, wie ihr zusammengekommen seid. Warum beleidigst du sie? Sagt man ja, die ist ungehorsam und die ist schlecht und dann scheide sie. Aber was bringt Beleidigung? Dann scheide sie. Und das ist die Möglichkeit, die du hast. Aber dass man hier den ganzen Tag, wie manche Männer, ihre Frauen beleidigen und ihnen die schlimmsten Wörter am Kopf setzen, ich will jetzt die Wörter nicht wiederholen, aber ihr wisst schon, welche Wörter. Sie bezeichnen sie wie eine Frau von der Straße. Das ist ungerecht. Und deswegen gibt Allah Azzawajal dieser Person auch keinen Segen in seinem Leben. Der wird nur Probleme haben. Möge Allah Azzawajal diese Männer recht leiten, die so etwas zu ihren Frauen sagen.